hier ist Radio Bielefeld. Auch am Mittwochmorgen gibt es viel zu lachen. Silvia Rössler ist da, Lach-Yoga-Trainerin aus Bielefeld. Ja, Joris Kreslin hier, das bin ich. Guten Morgen, Annika ist im Urlaub, deswegen darf ich Gäste einladen diese Woche. Ja, du bist Lach-Yoga-Trainerin, ganz professionell. Hat natürlich durchaus auch einen ernsten Hintergrund bei vielen, ne, die du behandelst. Auf jeden Fall. Es geht ja auch darum, zum Beispiel einer meiner Schwerpunkte ist, Lachen und Weinen zusammenzubringen. Wie kann man trotz schwerer Zeiten auch heiter sein? Oder wie kann man trotz Schmerzen heiter sein? Und es gibt ja sogar die Gelotologie, die Wissenschaft vom Lachen. Die haben ganz viele Forschungen mittlerweile durch verschiedenste Untersuchungen, wo sie nachweisen, dass zum Beispiel auch die Schmerzreduktion stattfindet durch bestimmte Botenstoffe, die ausgeschüttet werden. Und es geht auch um die Psychohygiene, dass man halt, wenn man gestresst ist, sich entstressen kann und dass man halt wieder munterer durch die Welt geht. Ist ja die Frage, wie man das im Alltag dann am besten einsetzt. Man kann ja nicht immer theoretisch in Seminare kommen, sondern auch zum Beispiel morgens vorm Spiegel, meintest du. Genau. Geht das schon los? Man kann sich einfach mal anlachen im Spiegel. Genau. Das geht beim Spiegel schon los. Oder wenn man vor die Haustür geht, lächel deinen Nachbar an und schon hast du viel mehr Fun. Na, also wenn ich mich jemandem freundlich begegne. Ja. Man sagt auch, wenn man freundlich begegnet, begegnet man friedlich. Und das ist ja auch eine wunderbare Sache, ne? Mehr Frieden in die Welt zu bringen. Und zum Beispiel gibt es auch Situationen im Auto. Dass man zum Beispiel vor der roten Ampel steht. Und was macht man in der Regel? Man ärgert sich. Krummel. Ja. Ich muss stehen bleiben. Warum geht es nicht weiter? Und da gibt es den großen Tipp, lach doch mal die Ampel an. Oder atme tief durch. Nutze es als Pause. Lass dich einladen. Ach, jetzt habe ich eine kleine Pause. Nimm die Hände vom Lenkrad, entspann dich und lächle einfach vor dich hin. Die ganzen Glücksbotenstoffe aus dem Gehirn werden ausgeschüttet. Man wird heiter statt ärgerlich. Man kann selber bestimmen, welches Chemielabor aktiviere ich. Vor allem, ich merke gerade, Lachen macht auch ein bisschen wach. Auf jeden Fall. Ja. Silvia Rössler, Lach-Yoga-Trainerin aus Bielefeld, danke erstmal für den Moment. Später machen wir noch ein paar Übungen und wer mitmachen will, ab 8:30 unbedingt Radio Bielefeld an oder einfach dranbleiben. Wir schauen noch mal kurz auf die Straßen, gleich 6.48 Uhr. Soweit alles frei, also die Autofahrer kommen gut durch, aber nochmal der wichtige Hinweis vom Hauptbahnhof. Alle Fernzüge, die werden ab heute und noch bis Freitag umgeleitet. Ab Bielefeld fahren also nur Regionalbahnen. Grund dafür sind Abrissarbeiten in Bad Oeynhausen. Wer so heute mit der Bahn fahren will, der sollte unbedingt noch mal vorbei.